Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed 3 Remastered. So, ihr seht, der Norris raucht Pfeife. Das bedeutet, wir haben immer noch nicht die dritte Aktivität erspähen können oder so ähnlich. Gut, aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe mich schlau gemacht, mal wieder. Und zwar bezüglich der Lieferaufträge. Ich habe das mal eingegeben. Und habe festgestellt, dass wohl sehr viele Leute damit Probleme hatten und sehr viele Leute dementsprechend auch direkt mal behauptet haben, es würde sich um einen Bug handeln. Genauso wie ich. Muss nicht zwangsläufig so sein. Ich habe jetzt hier eine schöne Karte entdeckt und nach dieser Karte werde ich jetzt mal hier versuchen, die Position auszumachen. Das ist da oben irgendwo. Wir probieren mal. Wir fangen mal in Boston an. Also, in der DNA-Anzeige. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte kein Headset angeschlossen. Erstmal Ladekabel. Irgendwie spackt dann die PlayStation immer rum. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Wenn man in einem Gebiet, sprich Grenzland oder New York oder Boston, wenn man dort alle drei, beziehungsweise in Boston sind es wohl nur zwei, Lieferaufträge erledigt hat, dann erscheint erst. Was? Animus Heck? Was? Hart wie Stahl Heck. Aha. Oder Hack, wie Hackfleisch. Moment, ich muss mal ganz kurz die Karte. Hier an der. Was? Bin ich überhaupt richtig? Nein, ich bin zu weit südlich. Wow. Das ist der Bereich. Hier irgendwo. Okay, ich hatte höchstens... Ja, egal. Ist nicht so weit. Ja, auf jeden Fall, wenn man dann alle drei bzw. zwei Lieferaufträge erfüllt hat. Attentatsrausch. Ja, es gibt so ein Tag- und Nacht-Hack auf jeden Fall auch. Damit kann man die Geschichte in der Siedlung beeinflussen. Also die Enzyklopädie, dass sie ihre Tätigkeiten verrichten. Ja. Aber ich muss gestehen, ich habe auch nicht so viel Lust, mich mit diesen Hacks zu befassen. Ah, kennen wir ja hier diesen Ort. Damit so groß zu befassen, irgendwie, weil... Keine Ahnung. Bin ich kein großer Freund von in Spielen, wenn man da irgendwelche Hacks benutzen kann oder irgendwelche Cheats in irgendeiner Form oder irgendwelche, keine Ahnung, Anpassungen oder irgendwelche Modifikatoren irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie einstellen kann. So, das Problem ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, ich habe übrigens nicht fertig geredet, muss ich gleich machen. Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo nicht. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich zoome nochmal ran. Da ist der Zipfel, so. Das ist der Zipfel, das ist... Was, wo bin ich? Ne, ich bin noch zu weit. Okay, die Karte stimmt mit der anderen Karte überhaupt nicht überein, ne? Das ist ein bisschen bedauerlich. Ich würde jetzt einfach mal probieren. Ist das überhaupt die richtige Stelle? Ja. Das ist die richtige Stelle. das ist da. Ah, okay, warte mal. Das ist das. Und das ist tatsächlich das. Das bedeutet, der Dude müsste sich. Oder die Dudin jeweils. Müsste sich hier irgendwo befinden. Wenn dem aber so wäre. Dann wäre es mir ja schon angezeigt worden. Von daher gehe ich jetzt einfach mal sehr, sehr stark davon aus, dass ich das schon gemacht habe. Gut, also hier, denke ich, sind wir schon fertig. Dann gucke ich, wo sich der andere Standort befindet. Der andere Standort befindet sich hier unten. Und das ist sogar äußerst praktisch, denn hier ist nämlich direkt... Also hier müsste es irgendwo sein. Und hier ist nämlich direkt der Schnellreisepunkt. Also, um nur mal den Gedanken von gerade aufzugreifen... Wenn wir alle drei bzw. zwei Aufträge erfüllt haben, dann erscheint erst die 33%, also quasi ein Drittel, in der DNA-Fortschrittsanzeige. Hast du nicht gesehen. So, da wird das aber... Ah, ja gut, der Punkt passt nicht ganz überein. Ah, okay. Okay.
Südboss Gegenstände. Knöpfe. Okay, was mich nur ein bisschen stutzig macht, muss ich gestehen, ist die Tatsache, dass ich anscheinend in allen drei Gebieten es noch nicht geschafft habe. Lass mich mal bitte kurz in Ruhe, alle Lieferaufträge zu erfüllen. Wäre jetzt per se nichts Schlimmes, wenn ich jetzt die drei Aufträge einfach nochmal erfüllen muss. Also einer hier, einer New York, einer Grenzland. Ist ja okay. Es wundert mich nur, wir werden es ja gleich sehen. Wenn ich den jetzt erfüllt habe, den Auftrag, und es erscheint keine 33%, dann weiß ich, dass wir, also ich in dem Fall, ein mittelschweres Problem haben, beziehungsweise habe. Und ja, dann kann ich nämlich die 100% und gleichzeitig auch die Platin mir so ein bisschen in die Haare schmieren. Ja, dann muss ich wieder duschen gehen danach, damit das wieder rausgewaschen wird. Das muss ja... Wollte ich eigentlich erst heute Abend machen, dann muss ich halt früher machen. So, wir brauchen... Das war einfach nur falsch, was ich jetzt hier gemacht habe. Verzeih bitte. Ich brauche nämlich Knöpfe. Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. So. Herstellung. Verbrauchst... Was ist denn Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe? Sind Knöpfe vielleicht Spezialgegenstände? Materialien vielleicht? Knöpfe! Ah, das ist doch herzallerliebst. So. Die gesammelten Waren zur Kontaktperson liefern. Das machen wir doch glatt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gespannt. Aber ich denke schon, dass es so sein wird, dass wir dann gleich 33% sehen und dass dementsprechend wir die Sache auch machen können. Ja, das ist halt wirklich so eine Sache. Es wird einem nicht auf der Karte an sich angezeigt, wie eigentlich fast alle anderen Sachen. Sondern man muss wirklich an dieser Person erst vorbeilaufen. Das ist ja gut. Das ist schon krass eigentlich. So. Okay. So, Leute, jetzt die Sekunde der Wahrheit. Sagen wir mal Minute der Wahrheit. Okay, das ist einfach falsch. Also doch DNA-Anzeige, hatte ich recht. Weil die Dinge halt nicht im Logbuch angezeigt werden, diese Lieferaufträge. Außer sie sind aktiv. Dann ja. Aber die abgeschlossen... Oh ja, okay. Das ist sehr, sehr sexy. Ja, okay, Diebe ist klar. Ach ja, genau, das ist die Sache mit Washington. Club der Diebe, ja, ist klar, ist klar. Wo... Ach, hier. Ah, okay. Auftragsantrag. Gut, das kann ich ja auch nochmal nachgucken, das ist nicht das Problem. Was mich aber viel mehr interessieren würde und euch höchstwahrscheinlich auch, ist die Tatsache, oder vielmehr die Frage, was... Okay, ist einfach nur falsch. Was? Diebe? Warum wird die Diebesgildengeschichte nicht angezeigt? Was ist das jetzt wieder? Ach so, ich muss... Ah, Taschendiebe. Okay. Taschendiebstahl. Dann wird das jetzt freigeschaltet. Dann mache ich das schnell. Warte mal. Ach, stehlen mit Kreis. Ja, sonst war es ja immer so, man musste... Also in den... In den Vorgängen war es ja so, man musste die einfach nur... Also einfach nur mit X quasi die so ein bisschen anrempeln. Und dann hat man automatisch deren Habseligkeiten in seinen Besitz genommen. Hallo, aber jetzt muss man noch Kreis dazu drücken. Ich hoffe und denke, dass wir dann eine Mitteilung bekommen werden. Hallo? Hallo?
Okay, die Frau möchte einfach nicht beklaut werden. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Ja, danke. Oh, sie hatte einfach Milch in der Tasche. Okay, er macht ein paar Moves. Ja gut, dann... Also dann kannst du halt nichts machen, ne? Also in dem Moment kannst du ihn auch nicht mehr bestehlen jetzt. Wenn er halt jetzt in der Luft sitzt. Ich kann ja mal die Soldaten bestehlen. Ja, wenn wir Glück haben, müssen wir gar nicht mehr so viel erledigen für die Diebe. Ja, den Ezio, den haben die Leute relativ... Ja? Ja, ich warte. Ja, ja. Ja. Falls ihr euch beweisen wollt, besorgt die Sachen auf dieser Liste. Na los, versucht uns zu beeindrucken. 200 Pfund bei Taschendiebstählen erbeuten. Ja gut, das machen wir doch. Oh wow. Okay, gut. Also Taschendiebstahl, da stehen die überhaupt nicht drauf. Also im Idealfall nicht in der Nähe von Wachen. Ich bin auch ein Depp. Ich habe die ganze Zeit auch X, wow, X gedrückt gehalten gleichzeitig, weil ich das halt irgendwie noch von früher gewohnt war. Jetzt habe ich einfach X Umkreis gedrückt gehalten. Wahrscheinlich hat das deswegen ganz nicht funktioniert. Oder so schlecht funktioniert. Ja, Leute, ich will keine Eichenrinde. Ich möchte einfach Bargeld haben. Nur Bares ist Wahres, das wisst ihr doch. Ich denke mal eher, dass die gut betuchten Leute, ja, diejenigen sind, die auch dementsprechend über Bargeld verfügen. Und die etwas ärmeren Leute haben halt sowas wie Milch oder Eichenrinde oder Adamantium oder Vibranium oder so Sachen. Was man halt so hat, ne? So, ihr seid auch gut betucht hier, ich sehe das doch. Okay, die Frau, die hat... Ja, die hat einen Schritt zugelegt. Seht ihr es? Die ist... Das, ich bin hier nicht geheuer. Wow, man kann sogar mehrmals bestehlen. Bargeld und Bienen. Okay, der Mann hat Kohle, das sehe ich. Der hat echt Kohle, also... Sag ich doch. So, bitte nicht die Wachen auf mich aufmerksam machen. Ich brauche jetzt noch einen richtig guten Diebstahl. Kann ich euch streicheln? Nein. Aber ich komme jetzt wieder so ein bisschen vom Hundertstel ins Tausendstel. Merkt ihr es? Oh. Man könnte meinen, das wäre so eine kleine Schwäche von mir bei Assassin's Creed spielen. Ah, 6 brauchen wir noch. Den Hund wollte ich jetzt nicht bestehlen. Ich weiß nicht, ob der ein paar Münzen dabei hat. Das glaube ich jetzt eher nicht. Gut. Und jetzt? 10-mal durch Unter... Was? 10-mal durch Unter... Was? Ich habe mich übrigens dazu durchgerungen, die Diebesgeschichte vor der Tyrannei von König Washington zu erledigen, weil ich nicht weiß, ob das damit reinspielt. Ich hätte es aber gerne hier alles abgeschlossen. Ach, apropos. Ich habe auch nachgelesen nochmal... Zum Erreichen der 100% und auch der Platin, dass die West Point-Missionen... anscheinend, ich hoffe es, nicht relevant sind. Das heißt, wir müssen den Mist nicht machen. Ich habe übrigens mittlerweile noch nicht gelesen, ob ihr möchtet, dass ich das mache, weil der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der kam noch nicht. Ein Wachhund mit einem Köder weglocken. Ah. Scheiße. Okay, das mit den Wachhunden, das ist ein bisschen... aufwendiger.
Ah, jetzt mit dem Verstecken dürfte ich hinbekommen. Gut. Tja, der arme Kerl muss nochmal herhalten. Ja, das kann ich wohl tun. Das glaubst du aber. So. Oh, okay. Er hat mich kurz noch gesehen, dann nicht mehr. Ja, wobei, jetzt habe ich es natürlich verkackt so ein bisschen, weil dadurch hat das nicht gezählt. Okay, das sind gleich mal so wenige. Da kommt natürlich mal einen. Den hier. Den auch. Da fällt er noch nicht. So, lass mich mal kurz. Ich muss mal kurz stiften gehen. Okay, es war relativ plump von mir. Ja, der eine Typ, der ist relativ schnell, der hier. Das war dumm. Aber ich kann ja einen Typ hier erledigen. Halt. Ah, schade. Ach, scheiß drauf. Ich muss mal kurz den Fernseher leiser machen. Das ist einfach nur zu heftig. Ich habe nicht von was anderes gespielt und habe vergessen, dementsprechend das leise zu machen. So, jetzt. So, verstecken oder untertauchen? Okay, die sind relativ scheiße. Schnell. Ah, der Typ noch muss weg, der ist zu schnell. So, Dito. Okay, sind die Schnellen alle weg? Hoffe ich. Achso. Hallo? So. Gut, hier ist nichts Versteckmäßiges. Da hinten. Ich will nur kurz aus dem Sichtfeld verschwinden. Und ja. So, 9 von 10. Holen wir das 10. Mal jetzt auch noch schnell. Tja, und die Hunde. Ich würde behaupten, dass die Hunde verstärkt in New York anzutreffen sind. Aber ja, das sollte eigentlich jetzt so hinhauen, würde ich jetzt mal so hoffen. Okay, hat niemand gesehen. Gut, 10 von 10. Das bedeutet jetzt die Hunde.
Ich würde dann aber erstmal. Wobei im Grenzland sind auch Hunde. Stimmt. Ich erinnere mich. So, Grenzland. Mal kurz meine schöne Karte hier aufrufen, die mir schon sehr gute Dienste erwiesen hat. So, mal gucken. Also, hier unten. Okay, die Karte ist komisch. Das ist der Zipfel. Das ist der Zipfel. Okay. Ich würde aber auch gern mal gucken, ob wir mit dem Washington sprechen können. Das heißt, ich gehe erstmal hier hin und dann beenden wir. Also dann beenden wir eh den Part und fangen eh noch einen Part an, genau.